Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir haben wunderschönes Wetter heute, auch wenn es letzte Nacht richtig abgegangen ist mit Sturm. Und ich habe Bock, eine Runde biken zu gehen. Deswegen sehen auch meine Haare so ein bisschen nicht so perfekt aus, aber es ist total egal, weil da kommt eh ein Helm drauf. Und ich habe mir bei Komoot einen Trail hier in der Nähe rausgesucht und ich habe immer noch kein neues Bike, aber ich habe so viel Bock, einfach fahren zu gehen. Und deswegen kriegt ihr jetzt kurz das Intro und ich mache mich ready und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich dort bin. Bis dann. Was geht ab, Leute? Ich bin schon im Wald. Hardcore anstrengend, voll viel bergauf. Angeblich sagt Komoot, ich brauche nur 9 Minuten. Ich bin jetzt aber safe schon länger unterwegs. Naja, ich nehme euch jetzt mit auf die GoPro, melde mich später nochmal aus der Perspektive. Einige Ecken waren hier so verbaut durch den Sturm letzte Nacht und auch viele, viele Parts der Strecke waren so mit Wasser gefüllt und Pfützen, dass ich nicht ordentlich fahren konnte und ich wollte auch nicht die Trails dann kaputt fahren, deswegen bin ich da dann auch nicht mehr durch, sondern bin das Ganze so ein bisschen umfahren, aber ich war ja auch heute nur hier, um mir das Ganze einfach mal anzuschauen und ja, so Strecken zu sammeln, die ich dann in Zukunft halt fahren kann, wenn ich das nötige Equipment auch dazu habe und auch natürlich das können. Von hier aus der Seitenperspektive habe ich mir die Strecke so ein bisschen angeguckt heute. Und da waren schon viele, viele coole Sachen dabei. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf, wenn ich dann mein Bike habe und hier mit den Jungs einfach eine Runde fahren kann. Shit, Leute. Hier wünsche ich mir, ich hätte ein E-Bike. So krass, hier hochzulaufen, ey. Ich bin jetzt ein Stück gefahren, aber ich will am allerliebsten einmal hoch, also ganz hoch, um alles zu sehen und dann einmal runterfahren und gucken, wo so ein paar Stellen sind, wo ich ein bisschen einzelne Sachen trainieren kann. Ja, ich werde jetzt gleich mal gucken, wo wir jetzt hier überhaupt genau sind. Und hier seht ihr jetzt auf jeden Fall die zweite Strecke und hier geht es schon ordentlich mehr zur Sache. Ich bin natürlich hier nichts gesprungen, aber ja, hier werde ich auf jeden Fall in Zukunft mit Sicherheit meinen Spaß haben. Auch wenn man es kaum sieht, hier waren schon einige echt steile Passagen dabei. Das sieht man immer auf der GoPro gar nicht so richtig. Aber ihr seht es vielleicht so ein bisschen an der Geschwindigkeit, dass hier schon so ein paar Ecken ziemlich steil waren. Abgesehen von den Abfahrten natürlich, ist es halt einfach auch geil. Das Wetter war mega gut heute und einfach mal so ein bisschen rausfahren in die Natur, in den Wald und ja, die Gegend zu erkunden. Und das alles ist echt halt nicht weit weg. Man kommt super schnell hier hin und es macht einfach mega, mega Spaß, hier die Gegend zu erkunden. Und ich freue mich schon so darauf, mit den Jungs hier ordentlich Gas zu geben im Frühjahr und ja. Ich glaube halt, das wird eine mega, mega coole Zeit dieses Jahr, wenn man dann endlich
ja, das nötige Bike dazu hat und auch das Können dazu hat. Ja, und ich würde mich mega freuen, wenn ihr einfach mal ein bisschen Feedback gebt. Vielleicht fährt einer von euch auch mein Mountainbike und möchte sich mal irgendwie anschließen. Ich bin ja im Moment noch ziemlich alleine irgendwie so damit, habe so ein, zwei Jungs bei mir, den Steve, der hat auch Bock, und Marvin heißt der. Andere Kollege habe ich über den Steve kennengelernt, mega korrekter Typ, und er hat schon wesentlich besser drauf als ich, und ich glaube, ich kann mega viel von ihm lernen und freue mich auf jeden Fall echt darauf, wenn wir dann gemeinsam loslegen können. Ich hoffe auch, dass ihr nicht so zu kritisch mit mir seid. Ne? Ich bin ja noch totaler Anfänger, aber ich freue mich einfach darauf, so nochmal komplett so ein Beginners-Mindset zu haben und echt so von null zu starten, weil man einfach merkt, so man wird von Fahrt zu Fahrt, von Tag zu Tag, wenn man rausgeht und loszieht, einfach besser, und das macht einfach mega Spaß, das Ganze, weil wenn man jahrelang einen Sport macht, dann ist man irgendwann von den nächsten Erfolgen immer so weit entfernt. Und das ist hier einfach gar nicht der Fall, sondern ich bin einfach immer wieder aufs Neue begeistert, wenn ich irgendwie nur den kleinsten Fortschritt mache, und das macht einfach mega Spaß. Aber ich lasse euch jetzt einfach mal die restliche Fahrt so ein bisschen genießen. Viel Spaß dabei und gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren, was ich besser machen könnte. Und wenn ihr mal mit mir gemeinsam fahren wollt, meldet euch gerne bei mir. Yo. Ah, ich mache jetzt auch eine Pause. Wo bist du? Bei mir in der Nähe. Hier. Yo, ihr seht, dementsprechend geschafft, bin durch für heute. War eine ganz coole Tour, aber am Ende Kräfte einfach am Ende. Und ja, ich gehe mich jetzt mal sauber machen. Und das war's. Ja, heute nicht so viel, ich wollte einfach nur fahren gehen und euch einfach mitnehmen. Ich muss mich jetzt schnell hier mal entkleiden, damit ich nicht alles dreckig mache. Lasst mir gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.